Thomas Silberhorn für die Fraktion der CDU-CSU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir stehen an einem Punkt nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages vor dem Beginn der Amtszeit einer neuen Kommission, wo wir eine europapolitische Bestandsaufnahme machen sollten. Und dazu möchte ich zwei Beobachtungen geben, die aus meiner Sicht Anlass für Schlussfolgerungen sein müssten. Wir sehen uns im Zuge einer weltweiten Vernetzung der Globalisierung einem verschärften internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Trotz ihrer Wirtschaftskraft findet die Europäische Union bei den großen, bei den grenzüberschreitenden Fragen von der Klimapolitik über die Finanzmarktregulierung und die Welthandelsrunde nicht das ausreichende Gehör, wenn es darum geht, mit einer Stimme zu sprechen, sind wir noch nicht am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, ist die Europäische Union eine Wertegemeinschaft. Wir müssen feststellen, dass die Bürger sich zunehmend auf ihre regionale, lokale, nationale Verwurzelung konzentrieren. Das ist offenbar ein gegenläufiger Prozess zu dieser Globalisierung. Und deswegen, glaube ich, steht die Europäische Union in den nächsten Jahren vor zwei zentralen Herausforderungen. Wir müssen zum einen das Gewicht Europas nach außen stärken, und wir brauchen zum anderen im Inneren der Europäischen Union den Mut zu mehr Vielfalt und zu weniger Gleichmacherei. Vieles ist in dieser Beziehung aus dem Gleichgewicht geraten, und das ist wohl auch der Grund, weshalb die europäische Integration für viele Bürger ihren Reiz eingebüßt hat. Bundespräsident Horst Köhler hat das vor knapp 4 Wochen am 20. Dezember trefflich umschrieben anlässlich des 60. Jahrestages des Karlspreises, als er gesagt hat, ich zitiere, die Bürger sollen schlicht die Erfahrung machen, dass ihnen Europa dient. Zu oft erleben sie heute das institutionelle Europa vor allem als Ärgernis. Das ist ein Grund für das vielfach zu geringe Vertrauen, das der Europäischen Union, das ihren Institutionen entgegengebracht wird. Was sind die Lehren für die aktuelle Politik? Im Klimaschutz, meine Damen und Herren, haben wir in Kopenhagen als Europäische Union bei weitem nicht die Erwartungen unserer Bürger und der internationalen Öffentlichkeit erfüllen können. Stattdessen beschäftigt sich die Europäische Kommission mit der Mobilität in Innenstädten, mit einer Frage also, die bei uns von den Kommunen geregelt wird. Das ist ein so eklatantes Missverhältnis, dass man sich mit Kleinigkeiten, mit Nebensächlichkeiten befasst, einen geradezu erklecklichen Eifer entwickelt in der Bevormundung und der Drangsalierung der Bürger. Aber dort, wo wir ein starkes Europa bräuchten, wo wir die Vorreiterrolle der Europäischen Union in der internationalen Klimaschutzpolitik bräuchten, dort erreicht die Europäische Union nicht das, was wir wollen. Und meine Damen und Herren, hier müssen wir die Dinge wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Die Vorschläge der Kommission zur Mobilität in den Innenstädten haben überhaupt nichts mit grenzüberschreitenden Fragen zu tun. Sie sind ein klarer Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip. Die Kommission sollte davon schlicht Abstand nehmen und sich um die Fragen kümmern, für die sie prioritär zuständig ist. Denn die Verhandlungen, die wir in Kopenhagen geführt haben, sind von der Kommission geführt worden. Und deswegen müssen wir uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir bei den Folgekonferenzen in Bonn und in Mexiko in diesem Jahr zu einer gemeinsamen Position der Europäischen Union in der Klimaschutzpolitik finden. Meine Damen und Herren, ähnlich in der Wirtschaftspolitik. Wir brauchen nach dieser etwas verkorksten Lissabon-Strategie einen Ansatz, wie wir zu mehr Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union kommen. Ich sehe mit einer gewissen Skepsis die Vorschläge, die hier von Spanien gemacht worden sind zur neuen Ratspräsidentschaft. Meine Damen und Herren, ich bin sehr dafür zu gewinnen, dass wir uns Zielmarken setzen. Aber die müssen wir dann bitte schön im Wettbewerb miteinander erreichen und nicht durch eine wirtschaftspolitische Globalsteuerung aus Brüssel. Also auch da gilt, wir müssen die großen Dinge gemeinsam regeln mit den richtigen Instrumenten, aber nicht durch Gleichmacherei und Harmonisierungsdruck aus Brüssel. Und Ähnliches gilt in der Finanzpolitik. Natürlich brauchen wir mehr Gewicht der Europäischen Union in der internationalen Finanzpolitik. Wir müssen die Vorgaben mitsetzen für die Regulierung der Finanzmärkte, auch für die
Aufsicht auf diesen Finanzmärkten. Aber, meine Damen und Herren, das darf nicht so weit gehen, dass auf europäischer Ebene mit Weisungsrecht auf die nationalen Aufsichtsbehörden durchregiert wird. Aufsicht funktioniert immer dann, wenn möglichst viele Augen hinschauen. Und deswegen ist es richtig, eine Koordinierung, die wir in Europa brauchen, zu verbessern, aber kein Weisungsrecht gegenüber nationalen Behörden. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich das zusammenfassen. Wir brauchen nach meiner festen Überzeugung ein starkes Europa, wenn es um die großen Fragen, wenn es um die Zukunftsfragen für unseren Kontinent und für den ganzen Globus geht. Aber wir brauchen zugleich ein schlankes Europa, wenn es um die Alltagsfragen für unsere Bürger und für die Unternehmen geht. Das ist die Balance, die wir finden müssen. Wir haben dazu jährlich einen Subsidiaritätsbericht der Kommission, und ich finde, der bevorstehende Amtsantritt einer neuen Kommission wäre eine geeignete Gelegenheit, alle laufenden Vorhaben neu zu bewerten und bitte schön auch die zurückzuziehen, die bisher keine Mehrheit in Europa gefunden haben. Auch das wäre ein Beitrag zu mehr Demokratie und Bürgernähe, dass nicht alles in den Schubladen verbleibt, bis irgendwann das Rad ein Stückchen weitergedreht werden kann, sondern wenn Dinge, die keine Mehrheit finden, auch mal vom Tisch genommen werden. Und meine Damen und Herren, wir müssen unsere Rolle als Deutscher Bundestag in diesen Fragen deutlich stärken. Wir haben in der letzten Legislaturperiode alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Wir müssen jetzt nur dazu kommen, europäische Vorhaben nicht einfach zur Kenntnis zu nehmen in unseren Ausschüssen, sondern wir müssen uns positionieren, wir müssen Stellung beziehen. Wir müssen uns auch stärker international vernetzen mit den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament und den anderen nationalen Parlamenten. Und meine Damen und Herren, wir werden wohl auch früher oder später die Gelegenheit bekommen, die Einhaltung des Subsidiaritätsgrundsatzes durch den Europäischen Gerichtshof überprüfen zu lassen, nach dem, was man alles aus Brüssel an Vorschlägen und an Beschlüssen bekommt, wird das nicht lange auf sich warten lassen. Und ich freue mich darauf, wenn der Europäische Gerichtshof die Gelegenheit erhält, seine neue Rolle als Wächter der Subsidiarität auch auszuüben. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Thema der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik einige Sätze sagen. Wir haben hier Spielraum für eine stärkere Rolle der Europäischen Union, und wir haben deshalb ganz bewusst im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir eigene Planungs- und Führungsfähigkeiten der Europäischen Union haben wollen in diesem Bereich. Wenn wir die Tragödie in Haiti betrachten, dann glaube ich, wird augenfällig, dass wir in der Tat hier besser auch auf europäischer Ebene zusammenarbeiten müssen. Es sind zwar beträchtliche Hilfen bereits angelaufen, aber, meine Damen und Herren, dass bei einem Erdbeben dieses gewaltigen Ausmaßes die Europäer zu einem guten Teil eben doch nebeneinander laufen, das, glaube ich, kann man verbessern. Denn das Wichtigste in einer solchen Krise, um schnell helfen zu können, ist eben die Koordinierung auf die Reihe zu bekommen. Solche Krisen zu bewältigen, sind eine gigantische Koordinierungsaufgabe. Und ich finde, wir sollten einen Teil der Koordinierung intern in der Europäischen Union bewältigen. Und deswegen halte ich den Vorschlag, den der neue Ratspräsident gemacht hat, Van Rompuy, nämlich eine humanitäre Eingreifgruppe der Europäischen Union zu schaffen, für sehr überlegenswert. Ich denke, dass wir genau in diese Richtung weiterarbeiten müssen. Meine Damen und Herren, im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik wird der Europäische Auswärtige Dienst in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen. Die Außen- und Sicherheitspolitik bleibt zu weiten Teilen eine Domäne der Mitgliedstaaten. Und deswegen ist es auch richtig, wenn die auswärtigen Dienste der Mitgliedstaaten in diesem Europäischen Auswärtigen Dienst stark vertreten sind. Aber, meine Damen und Herren, ich denke, dass dieser Europäische Auswärtige Dienst überhaupt nur dann Sinn macht, wenn die Synergieeffekte, die in einer gemeinsamen Arbeit auf europäischer Ebene liegen, dann auch tatsächlich zum Tragen kommen. Also es kann doch nicht wahr sein, dass der Europäische Auswärtige Dienst auf die bestehenden Nationaldienste einfach obendrauf gesattelt werden soll, sondern im Gegenteil, da besteht Potenzial für Personaleinsparungen auf europäischer Ebene genauso wie auf nationaler Ebene. Und ich rate uns sehr, dass wir dieses Potenzial nutzen, denn sonst schaffen wir Doppelstrukturen, die im Ergebnis uns nicht helfen, sondern die Dinge eher komplizieren. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass viele Kolleginnen und Kollegen nicht nur die Kontinuität in der Außenpolitik betont haben, sondern auch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Die besteht auch auf unserer Seite. Herzlichen Dank.